Seid gegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 85. Folge von Let's Play Omzi 2. und Epo Simulator. Mit mir, eurem Julian Rieser. In dieser Folge zeige ich euch die Karte Berlin X10, die Linie 625. Sie führt uns vom Postviertel Paul-Linke-Straße nach Teltow-Ohlsdorf. Fahrzeit ungefähr eine halbe Stunde. Wir fahren die Tour hin und zurück. Also wird die Fahrzeit dann ungefähr eine Stunde gehen. Unser Fahrzeug ist der Neoplan N4016 mit dem Getriebe Zweitürer ZF4 HP. Wir fahren im FG Stettin Repaint und wir fahren auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt. Beethovenstraße, Kita. Sehr verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 625. Sie führt uns vom Postviertel Paul-Linke-Straße nach Teltow-Ohlsdorf. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer und werde Sie sicher und sanft durch das schöne Berlin begleiten. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir nach vorne, dafür stehe ich Ihnen als Busfahrer gerne zur Verfügung. Und Sie sitzen in einem wunderschönen Neoplan N4016 Zweitürer mit dem Getriebe ZF4 HP. Aufpassen, ist das hier ja alles eine 30er-Zone. Hallo. Hallo, die Dame. Auch nichts und fahren wir raus. Oskar-Pollner-Straße. Da kommt nix. Durchfahrt. Keiner rein, keiner raus. Fahren wir durch. Oh, ich liebe den Sound vom ZF-Getriebe. Egal, ob es das alte oder das neue ZF-Getriebe ist. Ich finde beides schön. Anne-Frank-Schule. Ja, bei dem muss man sich die Ansagen selber machen. Entweder drücke ich auf die Kupplung oder mit Q weiterschalten. Ich bin den Bus auch gestern im Livestream gefahren. Die, wo dabei waren, kennen den Bus. Für die, wo ihn nicht kennen, dafür fahre ich ihn. Jetzt, dass ihr den Bus auch kennenlernen könnt. Den Bus findet ihr im Omzi-Forum. Für die, wo ihn gerne haben wollen.
Da ist auch niemand, fahren wir auch durch. Ich bin gerade nur mit dem großen C gerade auf dem Gaspedal, dass die kmh konstant bleibt. Aber wie flüssig es hier läuft. Kanada Allee. Außer jetzt beim Nachladen, da ruckelt es ein bisschen, aber ist ja ganz normal bei OMSI. Jetzt auch niemand. Wahnsinn, Durchfahrt. S-Bahnhof Teltowstadt, Gonvrivierstraße. Da darf jetzt nicht abbiegen, weil dann kann ich um die Kurve fahren. Ich habe Vorfahrt. Ich spule mal gleich die Zeit vor. Wir haben jetzt eine Minute Verspätung. Erst am sie auf Pause stellen, dann Zeit vorspulen. Genau, sonst kommt der Loading AE Mist und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja vermeiden. Ah, und schon ist er da, Loading AE. Halleluja. So muss das. Wenn ich komme, ist damit gleich grün.
Vielleicht muss ich noch mal die AI-Listen alle durchgucken und mal schauen, welche Busse oder was der OMSI nicht laden kann. Oder vielleicht schaue ich auch danach noch in die, wie heißt, in die OMSI-Log-File. Da zeigt der OMSI ja die ganzen Fehler an. Da läuft er im Hintergrund ja auch ein bisschen durch. Und wird dort alles eingetragen. Und dann gibt es heute mal zwei OMSI-2 Folgen für euch. Und dann kommen wir immer näher der 100. Folge. Und lasst euch dann einfach überraschen, was bei Abfolge 100 kommen wird. Wieder eine Minute Verfrühung, schauen wir auch gleich vor. Guten Morgen. Morgen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, bei den Spielen ruckelt der. Also, hallo. Normal. Hallo. Manfred, du bist nicht normal, du kriegst einen unnormalen Fahrstand, das weißt du doch, Dickerchen. Hallo. Hallo, die Dame. Ah, ich hatte noch SweetFX drin, deshalb hat er uns ja auch so ein bisschen geleckt bei den Spiegeln. Aber jetzt läuft er ja wieder. Deswegen muss ich bei dem Bus gar nicht die Heizung anmachen, weil sobald ich die Türen aufmache, wird es im Bus eh wärmer. Der halte Stirnbremse. Ja, diese Ampel dauert immer ein bisschen. So, beim Bus wird es immer wärmer unter der Verspätungsanzeige. Die Temperatur im Bus. Wieder in der 30er-Zone. Das war der Haltewunsch.
Hallo. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. 60 Cent, bitteschön. Ja, bei den Spiegeln ist da auch so ein kleiner Ruckelsimulator, aber ist ja, ich glaube, bei fast allen Bussen so, wegen den Spiegeln, dass sie nicht so performance-schonend sind. Fahr mal weiter. Viele Leute in der Each kommen um sie. Durchfahrt. Und wenn ihr möchtet, dass der Bus kühler wird, müsst ihr einfach alle Fenster öffnen und geht die Temperatur nach unten, dann müsst ihr nicht die Heizung bedienen. Also ich benutze die Facecam nur, wenn mein Bruder in der Schule ist, sonst benutze ich sie nicht, nur dass ihr beschlossen, also mir teilen sie uns heimlich sozusagen. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Einkaufszentrum Oderstraße. Meine Güte, wie ich diesen Sound liebe vom ZF-Getriebe. Das ist echt das beste Getriebe, das es in Amsterdam gibt. Volt ist auch sehr schön, aber ZF, das ist am besten, weil es anfängt immer zu heulen.
Alfred möchte nicht mit. Wenn wir dann hier in der Endhaltestelle sind, spule ich dann die Zeit vor, auf kurz vor Abfahrt, und danach fahren wir die Rücktour. Minus 06 spule ich vor. So eine halbe Sekunde. Wartestraße. Wieder minus. Wieder eine halbe Sekunde zu früh. Isarstraße, Gesundheitszentrum. Richtig, lieber Mozart, da hast du recht.
Mein Gott, von hier viele LKWs. Kann rein, kann raus, weiter geht's. Bremer Straße. Ah, das haben wir überlandet. Bisschen Überland. Boah, schon 23 Grad im Bus, mache ich dir lieber die Fenster auf. Jetzt ein bisschen heizen. Das ist ja eh kein Schild, wie viel man hier fahren darf. Isarstraße Süd. Staatsdorfer Straße. Was denn? Was ist das? Ihr Plan. 80,3 km/h schafft er. Respekt.
alles auf Pause und spulen jetzt die eine Minute vor. Das muss an der Haltestelle nicht machen. Nee, ich habe mich gerade umentschieden, dass ich nicht die Rücktour zeigen werde, nur hier die Hintour. Wir sind auch gleich am Ziel, an der Endhaltestelle. Ruhlsdorf. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt auf der Linie 625. Vom Postviertel Paul-Linke-Straße hier nach Teldow-Ruhlsdorf. Bitte vergessen Sie Ihre Habseligkeiten nicht, bevor Sie aus dem Bus aussteigen, und die BVG wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag. So, dann verabschiede ich mich langsam von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs dabei sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst in diesem Video auch einen Daumen nach oben da zu lassen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Amphi-2-Folge wieder. Mal schauen, auf welcher Karte ich als nächstes fahren werde, auf welcher Linie. Lasst euch einfach immer überraschen. Fahrplan ist in Ordnung. So, das war unser Bus, unser Neoplan N4016 mit dem Zweitürer, mit dem Getriebe ZF4HP. Im PG steht hin Repaint. Ich bedanke mich recht herzlich fürs dabei sein, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Julian Rieser. Habe die Ehre, Servus und Tschüss. Und schaut auch gerne bei meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen vorbei, wo ich abonniert habe. Die machen auch sehr krassen Support und lasst gerne auch schöne Grüße von mir da überall. Also tschüss. Aus dem wunderschönen Berlin. X10.